Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 24. Spieltag, an dem der SV Jahn am Samstag in Rostock antreten muss, um 14 Uhr, wie immer. Und begrüße natürlich auch wie immer unseren Cheftrainer Christian Brandt bei mir. Und Krische, bevor wir über das Spiel reden, kurz zur Anreise. Ausnahmsweise darf der Jahn diesmal fliegen. War dir das wichtig? Ist das gut für die Vorbereitung? Ja, also unbedingt. Ja. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich 10 Stunden mit dem Bus durch die Gegend fahre. Oder ob ich halt eine Stunde fliege. Umwelttechnisch ist es natürlich höchst verwerflich, das ist klar. Und der ökologische Fußabdruck wird immer größer. Und das sind Ausnahmen, aber ich glaube, jetzt in unserer Situation macht das durchaus Sinn, weil natürlich so eine Busfahrt an einem Freitag, Nachmittag vielleicht noch mit Stau, das dauert natürlich dann immens lange. Die Spieler sind dann extrem müde, wenn sie ankommen. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir da diesmal fliegen. Und zurück fahren wir dann aus ökologischen Gesichtspunkten mit dem Bus? Ja, da fahren wir, machen wir auch die Extra-Runde. Da fahren wir nochmal einmal durch den Taunuskreis, damit sich das dann auch lohnt, den Bus. Sehr gut. Gucken wir auf den Kader. Es waren unter der Woche viele Spieler angeschlagen, fraglich fürs Wochenende. Inwieweit gibt es da schon definitive Aussagen? Wer steht dir zur Verfügung und wer fällt definitiv aus? Jetzt mal abgesehen von den Langzeitverletzten. Ja, das ist tatsächlich im Moment ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil ein paar Spieler haben eine Erkältung und auch so ein bisschen grippalen Effekt. Das kann ich also überhaupt nicht sagen. Wir trainieren heute Nachmittag um 1 und dann schaue ich mal, was übrig ist und schaue, wer einsatzbereit ist. Und dann können wir den Kader endgültig festlegen und ich hoffe natürlich, dass die leicht angeschlagenen Spieler sich so weit erholen, dass wir sie am Samstag einsetzen können. Okay, schauen wir auf den Gegner. Ich glaube, die Namen wird der Heinz noch gleich ein bisschen abklappern, wie ich ihn kenne. Schauen wir auf den Gegner. Rostock liegt mit 20 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz. Das Ganze beim Torverhältnis von 30 zu 47. Hat das Auftaktspiel jetzt gegen personell gut besetzte Mannschaft von WN Wiesbaden 2-1 gewonnen. Wie schätzt du den Gegner ein und wie können wir trotzdem in Rostock was holen? Ich glaube, Hansa Rostock hat einen ähnlichen Saisonvorbereitungsverlauf gehabt wie wir. Also sie haben auch relativ viele neue Spieler in ihre Mannschaft geholt, sind neu formiert und sind auch so ein bisschen dabei, sich einzuspielen. Das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für uns, also weil ich glaube, dass eine Leistung wie gegen Dortmund, die sicherlich gut war, dass die gegen eine Mannschaft wie Rostock nicht reicht, weil Rostock viel, viel mehr Erfahrung im Kader hat, weil sie gerade im Sturm sehr, sehr gut besetzt sind mit dem Zima, der ja hier noch bestens in Erinnerung ist. Da müssen wir schon hellwach sein, damit wir da was holen können. Stellst du die Mannschaft auf so einen Spieler wie Zima gesondert ein oder sagst du, wir spielen schon unser Programm und haben vielleicht in gewissen Situationen dann ein Augenmerk auf ihn? Ja, also ich glaube, die allermeisten Spieler kennen ihn und es hat ja 4 Tore gemacht beim letzten Mal hier. Ja, und von daher muss man, glaube ich, die Spieler nicht mehr darauf hinweisen, wer das ist. Also, aber es ist auch klar, dass es natürlich ein Spieler kann da wenig machen. Also es ist Zima und nicht Messi. Und ich glaube schon, dass wir da auch ein gutes Mittel haben und ich habe schon einen Plan, wie man das bewerkstelligen kann. Okay, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reinwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Nachdem du noch nicht genau weißt, wie sich die Mannschaft zusammensetzen wird, gehen wir mal vom letztmaligen Status quo aus. Gäbe es einen Grund, die Mannschaft überhaupt zu ändern? Ja, also ich glaube ja, dass im heutigen Fußball, dass es so diese Stammformation von 11 Spielern fast gar nicht mehr gibt. Also es ist extrem selten, dass Mannschaften zweimal hintereinander mit denselben Spielern beginnen. Es hängt immer so ein bisschen auch ab davon, wie der Gegner spielt. Hat der Gegner größere oder kleinere Spieler, wendige oder eher behäbigere Spieler in den Reihen? Was haben wir dagegen? Und da muss man immer reagieren bzw. agieren, um dem Gegner wieder neue Aufgaben zu stellen und für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Aber klar, ich war natürlich zufrieden mit dem Verlauf des Spiels. Aber es gibt auch für uns, und das war, glaube ich, auch deutlich zu sehen, noch extrem viel Luft nach oben, um uns zu verbessern. Du hast das ja etwas kritisch angemerkt, wir müssen noch mutiger werden. Wie ist da die Vorstellung von noch mutiger?
Also mutiger einfach in dem Sinne, dass wir viel, viel mehr noch den Ball fordern müssen und dass jeder Spieler noch viel aktiver ist auf dem Feld. Und es gibt bei uns im Spiel natürlich ja, viele Dinge, die zu optimieren sind. Und ein Ding ist beispielsweise, dass wir gegen eine Mannschaft wie Dortmund dann gegen 10 Leute doch relativ lange passiv waren. Was aber auch einerseits ein bisschen verständlich ist, weil wir auch ein neu zusammengestelltes Team haben, weil die Automatismen natürlich immer noch nicht so greifen. Aber nichtsdestotrotz sieht man anhand der Körpersprache dann, wie eine Mannschaft funktioniert. Und mir sind da schon noch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich denke, dass wir die besser machen können. Und da haben wir diese Woche auch explizit und sehr hart dran gearbeitet. Und ich glaube auch, und das ist eigentlich das Schöne auch an dieser Mannschaft, die Jungs sind sehr, sehr selbstkritisch und sehen auch selber, dass das noch ein langer Weg ist. Wenn ich dich richtig verstehe, ist quasi die Einstellung der Schlüssel zum Erfolg, oder? Ja, es ist nicht nur die Einstellung. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass man über einen Zeitraum von 90 Minuten sehr, sehr konzentriert arbeitet. Und gegen Dortmund ist uns das vielleicht 50, 55, 60 Minuten gelungen, wobei Dortmund auch, ohne den irgendwie nahe treten zu wollen, an dem Tag nicht ihre beste Verfassung hatte. Und es war zu dem Zeitpunkt war es der richtige Gegner, aber jetzt ist mit Hansa Rostock eine Mannschaft da, die physisch viel, viel, viel präsenter ist, die viel, viel mehr Erfahrung hat, die zu Hause spielen, und was dazu kommt, da werden bestimmt 10.000 bis 15.000 Zuschauer kommen. Und das ist natürlich auch mental für unsere Gruppe wieder eine neue Herausforderung. Wie gehen wir mit der Situation um? Und da darf man sich keine großen Konzentrationslücken leisten. Und jetzt in der Phase, in die wir da eintreten oder in der wir sind, sind einfach die Details sehr, sehr wichtig. Und daran arbeiten wir, dass wir in jeder Sekunde versuchen, hellwach zu sein. Das ist natürlich klar, dass das nicht immer funktioniert. Aber wir müssen versuchen, dahin zu kommen, dass wir das ja annähernd an die 90 Minuten oder 95 Minuten hinbekommen, um erfolgreich spielen zu können, weil das ist letztendlich dann wirklich der Schlüssel. Okay. Das Hinspiel, der Thiel hat schon angeführt, war eine ganz kuriose Sache, war der Gang, glaube ich, 0-2 zurück, hat dann das Spiel total gebogen mit 4-2 und hat am Ende was 4 beide. Dieser Zimmer ist in Erinnerung geblieben, weil er alle 4 Tore geschossen hat. Wenn ich das letzte Spiel hernehme, die Abwehr, es wird auch wahrscheinlich dein Eindruck sein, ist aber mittlerweile weitaus stabiler geworden. Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch da sagen muss, dass, glaube ich, das gesamte Defensivverhalten der Mannschaft besser geworden ist. Weil die 4 Spieler hinten, also die nominell in der 4er Abwehrkette spielen, die sind natürlich auch extrem davon abhängig, was auf sie zurollt an Lawinen und was vorher abgefangen werden kann. Und wenn die Jungs im Mittelfeld und auch vorne gut arbeiten, dann ist natürlich für die Abwehr auch vieles leichter. Und das hat man jetzt im letzten Spiel auch gesehen. Wir waren sehr konzentriert und waren wach. Und es ist auch natürlich wichtig für jede Mannschaft, dass sie mal ein Spiel zu Null spielt. Okay. Herr Osman ist wieder dabei, da ist Sperre abgesessen. Windmüller auch. Wenn ich jetzt dazu rechne, Öztürk, der krank ist, aber falls er wieder gesund wird. Plus Marvin Neu, wo ich nicht weiß, wie schwer er verletzt ist. Also ich habe jetzt alles schon gehört. Zerrung, Muskelfaser, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du mal helfen. Wäre der unter Umständen einsatzbereit? Ja, das ist tatsächlich auch so ein Spieler, wo wir auch im Moment nicht genau wissen, wie es aussieht. Also der Heilungsverlauf schreitet zügig voran, aber wir wissen auch nicht, wissen noch nicht, ob er spielen kann am Samstag. Klar ist, dass wir kein Risiko eingehen, weil natürlich ja, die Saison nicht in Rostock entschieden wird. Und der Marvin ist natürlich ein ganz wichtiger Akteur für uns. Wir gehen kein Risiko ein und schauen einfach mal, wie weit er ist. Okay. Ich habe Sven Sigurdsson dazu bekommen, der von seinem Spielerboss her, der ist so dick wie der Gurlik, hat er ein bisschen Spielerboss, der kann da Fremdenführer auf Europareise machen. Der war überall schon. Kann euch der helfen? Ja, als Fremdenführer also auf jeden Fall schon mal. Als Stürmer. Und ja. Also davon gehen wir aus, deswegen haben wir ihn verpflichtet. Ich glaube, Hannes hat 13 A-Länderspiele für Island, ja. Die kriegt man auch nicht geschenkt. Und der hat schon eine gewisse Qualität, von der wir uns erhoffen, dass er uns da weiterhilft. Also nicht nur erhoffen, sondern auch der Glaube daran, dass er uns hilft, hat natürlich auch zur Verpflichtung geführt. Wenn
Wenn ich jetzt alle zusammenzähle, die erst kürzlich Verpflichteten, plus jenen, die jetzt wieder zur Verfügung stehen, Ausmann zum Beispiel, das ist fast ein Luxusproblem, mittlerweile ausstellungstechnisch. Also, wir sind ja beim Jahr in Regensburg und von Luxus habe ich hier noch nicht so viel gesehen. Also, wir sind nach wie vor 20. und wir haben ein Spiel gewonnen und Luxus ist das nicht. Also, das ist einfach, ist immer noch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für alle. Und klar bin ich froh, wenn wir viele, viele Alternativen haben. Das erhöht den Spielraum für uns. Aber wir brauchen hier jeden Spieler und das sieht man jetzt auch in den letzten Wochen. Es ist immer mal wieder jemand angeschlagen, hat mal wieder Grippe, gerade bei der Jahreszeit. Luxus würde ich das nicht nennen. Es ist einfach eine Situation, die gut ist, wie sie ist. Personell, punktemäßig, noch lange nicht. Okay. Herzlichen Dank. Gerne. Danke, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Armin Wolf von Charivari. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ist so etwas wie Euphorie da, die Sie vielleicht sogar bremsen müssen? Nein, weit gefehlt. Also, es ist eine sehr realistische Stimmung und die Jungs wissen, dass der Sieg enorm wichtig war, um so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Ich glaube, auch im gesamten Umfeld war das gut zu spüren, auch in Verbindung mit den Aktionen, die am letzten Wochenende stattgefunden haben. Aber die Jungs wissen auch, dass natürlich ein so ein Spiel nicht reicht. Und das ist eigentlich auch der Tenor einer Mannschaft, auch wenn ich mit den Spielern spreche, wenn wir Videoanalysen machen. Ich glaube, der Puls des Teams, der ist gut, also der ist nicht zu tief und auch nicht zu hoch. Und der ist, glaube ich, genau auf die Aufgabe eingestellt, die jetzt kommt. Und was mir sehr gut gefällt, ist einfach, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel schaut und nicht zu weit nach vorne schaut. Weil ich glaube, das ist auch in unserer Situation sehr wichtig. Diese Wettkampfmentalität oder auch die Pokal-Endspielmentalität, die muss bis zum Saisonende bleiben, wenn wir tatsächlich erfolgreich sein wollen. Armin, gibt es weitere Fragen? Das ist alles beantwortet. Dann vielen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und danke auch wie immer fürs Reinschauen auf JahnTV.